Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Halt. Nicht fliegen. Sag Gott, was ist das? Ja! Oh Gott. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Alter! Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Diesem Riegel sage ich nochmal herzlich willkommen zu Until Dawn. In der letzten Folge kamen die Wendigos und mein Co-Moderator ist auch wieder neben mir. Hallo, ich bin auch wieder da. Und jetzt, glaube ich, sind wir auf der Suche nach Josh, der ja von den Wendigos verschleppt worden ist. Ja, dann müssen wir mal erstmal den Weg finden, ein bisschen rumgucken. Ja, die Wölfe sind ja unsere Freunde. Falls ihr da die letzten Folgen geschaut habt. Es wird ein Spaß, die Suche. Mal gucken, ob Josh noch lebt. Ich weiß nicht. Chancen 50-50. Also wo er verschleppt wurde, hat er noch gelebt. Ich meine, wenn das Vieh ihn töten wollen würde, hätte es das bestimmt schon längst getan. Also mal sehen. Schöner Sprung. Ah, dann von der anderen Seite kommt man dann rauf, ne? Natürlich. Kommt nicht von außen rein. Fackel oder Schrot? Sind da. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Na ja, doch. Taschenlampe. Ja, spart er jetzt Batterien. Lass mal eine Handvoll. Greif zu, Junge. Mach die Taschen voll. Geschlossen. Ja, er hier mal. Anders kann er die Tür noch nicht aufmachen.
hätte meine Extra-Patrone eingepackt. Wolfi, unser Freund. Hey, Große. Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. Süß. Hübscher Warte Junge. Gott, dich wiederzusehen. Ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben. Direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das Schaffen hin? Wir das? Jo, wir schaffen das. Kannst nicht besser sagen. So, gehen wir mal. Schön gegittert. Wie durch so ein Wildgehege. Können die Bendigos ruhig an der Seite mal betteln kommen. Vielleicht dürfen sie mal mit kleinen Finger knabbern. Kriegen die Flinte ins Gesicht. Das war schon leicht aggressiv und Mike ist ganz schön angespannt, würde ich mal sagen. Wäre ich bloß so gelenkig wie du? Ich glaube, ich sitze hier fest. Okay, versuchen wir es. Wie so ein Wildtier. Dann geht dann drauf. Quetschen. Ah, Luft einziehen. Ah. Ja. Oder so. Ein Stück aufgeschoben. Wo ist Wolfi? Da ist er. Ja, er findet andere Wege. Gesehen? Alter, nimmt den wirklich. Ich hab's auch drauf. Okay, ich sag Wolfi immer. Oder Wolfi? Auf. Englisch sagt er bestimmt auch Wolfi. Ha, ha. Ich bin ganz schlau. Ich bin so müde. Ich hoffe, es kommt gleich noch einmal so ein Jumpscare, der mich aufweckt. Oh Mann, der andere Wolf. Welcher? Ah, ist natürlich die Wendy. Oh, ist das dein Freund? Voll der Miese, Alter. Voll die miesen Wendy aus. Ach du Scheiße. Bin ich da nur wieder reingeraten? Hundi, Alter. Jetzt ist der Wolf auf Rache aus. Der schnappt sich die Wendy aus. Schon wieder die Schreie, Alter. Irgendwann stopfe ich denen das Maul. Boah, ich bin wirklich dolle müde. Ich hoffe, kommt gleich ein Jumpscare. Habe ich dringend nötig, damit ich aber wieder wach. Tut mir leid, bin eben gegens Mikro gekommen. Ein bisschen gewackelt. Da ist er ja, der Wendigo. Wo ist der Wolf? Wo ist Wolfi? Wolfi? Wie auch immer, da ist er ja, der Kleine. Der kleine, feine. Hä? Kannst du nicht gehen? Nee. Ist er da eigentlich stumm? Ja. Ja, nix. Hochkonzentriert. Kann nicht gleichzeitig sprechen und spielen.
Warum sollst du da drauf schießen? Patrone. Vergeudet. Der ist noch fein angezogen. Mach die Tür zu, Alter. Lauf. Ja, Wolf. Der fällt schon an den Weg. Oh. Schieß! Wie sehen die denn? Sind die Augen ausgestochen, die Alter. Muss ich? Was? Taschenlampe? Fuck. Oh nein. Fuck, das kann echt nicht sein. Toppe. Dass sie es nicht aufkriegt. Schieß! Fenster kommen. Ihr habt euch Jessica verschnappt. Raus! Ja, der Wolf hat da schon gewartet. Wären wir jetzt gestorben, wenn wir die Machete nicht gehabt hätten? Was war das denn? Leck mich am Arsch. Ich flüstere hier vorne ins Mikro. Damit er mich nicht hört. Richtig dumm. Guck mal, so kann er sehen, obwohl er keine Augen hat. Scheiße. Wird geschafft, mich zu bewegen. Ja, steh auf, Junge. Alles gut. Alles normal. Jetzt dreht er sich so um, so guckt er so. Und doch nicht. Verdammt. Na, Wolf. Was siehst du? Also, der Wolf so. Oh, ich seh schon einen. Geh du mal vor mit der Knarre. Was? Was? Verdammt.
Nein! Fuck! Alter! Mein Gott, ich sterbe! Ich hab schon zwei Finger verloren. Da ist er wieder, Alter. Boah, er opfert dich. Entscheiden, schießen oder Tür aufdrücken. Nicht gut. Feuer, Alter. Schießen. Geht so, geht nicht gut. Den am besten nicht töten eigentlich. Wo ist Wolfi? Wolfi, wo bist du nur? Bitte komm raus und zeige dich. Ich will nicht noch mehr von den Wendigos begegnen. Ich habe genug gesehen. Mal gucken, wann wir es endlich rausschaffen. Gehen hier schon gefühlte Ewigkeit. Und ich höre diese Viecher wirklich rumkrabbeln. Das regt mich auf. Manometer, Peter. Was ist das hier für eine Scheiße? Da schneid's rein. Was ist denn das für ein Gebäude? Oh, lecke mich am Arsch. Fuck, lauf mal. Fuck! Kumpel, komm runter. Er geht einen anderen Weg. Oh nein. Lucy. Was zum? Alle Tiere sterben. Oh, Alter. Jessica! Wie lange ist sie die ganzen 5 Stunden lang? Also. Hä, hey, was denn mit Matt? Man sieht voll bei ihr voll die Unterwäsche. Sie hat sich jetzt erholt. Gut ausgeruht. Geht ihr super. Hä, was ist mit Matt? Oh, sie hat schon richtig Angst. Hätte ich auch, wenn ich von so einem Vieh.